TV. Herzlich willkommen zu Joe Paley TV. Ich bin Johannes Queller und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Wir nähern uns dem Ende des Jahres und da ist es ja mal an der Zeit, so ein bisschen rückblickend zu schauen, was ist passiert, wie habe ich mich entwickelt, was wird im neuen Jahr alles anders werden, meine Neujahresvorsätze. Was habt ihr eigentlich an Neujahresvorsätzen vor? Bestimmt mal wieder, ich muss Fett abbauen, ich höre mit dem Rauchen auf, ich trinke weniger Alkohol, ich mache meine Frau glücklich, ich fange an, hier, dies, das, jenes. Also, eine Sache. Es ist ja schön und gut, wenn ihr jetzt so den 1.1. als Startveranstaltung nehmt, um eure Neujahresvorsätze umzusetzen. Aber braucht ihr dafür ein neues Jahr, um anzufangen? Ihr wisst doch, Tomorrowland, tomorrow never comes. Es gibt kein Morgen, es gibt nur ein Jetzt. Also fangt jetzt damit an. Aber viele von euch, ich weiß ganz genau, viele von euch werden sich jetzt morgen am 31. noch wegschießen. Viele werden sich am 31. jetzt immer richtig die Kante wegschlöten und sagen, ja, jetzt ist auch noch scheißegal, ab morgen fange ich an. Morgen. Niemals werdet ihr anfangen. Das gibt's nämlich nicht im Tomorrowland. Naja, anyways, auf jeden Fall solltet ihr euch eins bewusst werden. Ihr habt jetzt nicht irgendwie zugenommen, weil ihr jetzt mal 3 Tage Weihnachten ein bisschen geschlemmt habt und irgendwie 2 Kilo mehr auf der Waage habt. Mein Gott, ihr habt ein bisschen vielleicht einen verstopften Darm, ein bisschen schwirrt da noch ein bisschen rum und seid ein bisschen verstopft oder so. Und wenn das alles draußen ist, dann seid ihr auch wieder die 2 Kilo leichter. Oder ihr habt eben die ganze Zeit keine Kohlenhydrate gegessen und habt jetzt ein bisschen Kohlenhydrate geschlemmt und das in Form mit Verbindung mit Wasser ist einfach so, dass ihr dann halt etwas zugenommen habt, weil eben Wasser und Kohlenhydrate gespeichert worden sind oder was auch immer. Aber ihr habt nicht zugenommen zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern ihr habt das ganze Jahr schon viel zu viel gefressen und halt das ganze Jahr über fett geworden. Und das heißt, ihr braucht nicht jetzt den 1.1. euch rauszupicken, um zu sagen, jetzt muss ich mal die Schlemmereien von den Festtagen wieder runter trainieren oder abschweißen, sondern ihr solltet begreifen, dass es alles mit einem Lebenswandel und mit einer Einstellung zum Leben zu tun hat. Ihr braucht nicht denken, dass ihr jetzt irgendwie 10 Tage Diät haltet und dann habt ihr irgendwie ein bisschen abgenommen oder, weil, was passiert denn, wenn ihr jetzt 10 Tage Diät haltet, dann haltet ihr Diät für einen entsprechenden Zeitraum und danach ist wieder alles scheißegal. Danach kehrt ihr wieder zurück in eure Büroarbeit, futtert von morgens bis abends Twix oder sonst irgendeinen Scheiß. Darf ich das überhaupt sagen? Ja, dann futtern die irgendwelche Schokoriegel von morgens bis abends und irgendwelche Kekse. Und dann hat sich nichts daran geändert und ihr werdet immer wieder in diese Falle zurücktappen. Dann werdet ihr immer wieder abnehmen, zunehmen, abnehmen, zunehmen. Das heißt, ihr solltet begreifen, dass es damit zu tun hat, dass ihr einen entsprechenden Lebenswandel durchleben müsst. Und entweder ihr wollt athletisch, schlank, Sixpack, fit, muskulös, mega Muskelmasse oder was auch immer haben, aber dann lebt auch danach. Das bedeutet ja nicht, dass ihr für immer auf alles Mögliche verzichten müsst, aber ihr müsstet zumindest mal zum Großteil der Zeit anständig trainieren und essen. Und das ist das, was ich euch eigentlich mit ins neue Jahr aufgeben möchte, dass ihr mal darüber nachdenkt, was ihr wirklich wollt und dass ihr dann entsprechend handelt. Dass ihr zum Beispiel sagt, okay, ich gucke so an mir herunter und denke mir, bin ein bisschen schwabbelig, könnte ruhig ein bisschen weniger sein. Ist es mir das wert, dass ich deswegen jetzt anfange, mir mehr Essen selber zuzubereiten oder was auch immer, mich mehr ins Training, zum Training zu schleppen oder was auch immer? Ja, überlegt euch, was habe ich dieses Jahr gemacht, warum ich jetzt so aussehe, wie ich aussehe? Und das liegt garantiert nicht an den 10 Tagen oder an den 4 Tagen Weihnachten und Neujahr jetzt hier. Ja, also entsprechend stellt euch darauf ein, dass ihr euch nicht nur fürs neue Jahr jetzt ändern wollt und es für 10 Tage oder für 1 Monat oder 2 Monate durchziehen wollt, sondern stellt euch darauf ein, dass ihr, ich hoffe, die sind fertig bis zum 1. Also stellt euch darauf ein, dass ihr es lebt, dass ihr mehr zum Sport gehen wollt, nicht, dass ihr müsst.
Die meisten, es gibt, im Januar gibt's die meisten Anmeldungen in einem Fitnessstudio und das hält so ungefähr der Füllegrad auf den Trainingsflächen hält so bis maximal März stand und dann ebbt das ab und dann sind so Leute da, die haben 24 Monatsverträge abgeschlossen, weil sie wirklich super motiviert waren, sind 2-3 Monate lang zum Training gekommen und dann waren sie nie wieder gesehen. Dann waren es Karteileichen. Tut mir bitte einen Gefallen, werdet keine Karteileiche, sondern werdet aktives Mitglied. Werdet aktives Mitglied. Trainiert, was das Zeug hält. Und dann könnt ihr euch auch die ein oder andere Leckerei mal erlauben in einem Cheat Day. Alright, checkt die anderen Videos, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch einen wundergeilen Rutsch ins neue Jahr und bis bald. Tschüss.